Servus Leute, das Spiel um Platz 3, das ganz wichtige Spiel zwischen Brasilien und den Niederlanden. Und ich erwarte nichts. Also ich muss sagen, das wird wahrscheinlich nicht so wie Deutschland, Uruguay 2010, wo beide Teams offensiv gespielt haben, sondern Brasilien ist immer noch todtraurig, sowohl die Spieler als auch die Fans. Die Niederländer sind komplett enttäuscht, dass sie es verbaselt haben, gegen schwache Argentinien ins Finale zu kommen. Und ja, ich tue mich da echt schwer. Ich würde sagen, ich hoffe natürlich auf einen Spektakel, aber ich glaube, es wird irgendwie so ein langweiliges Spiel. Wenn der Möglein dann 1-0 macht, dann haben sie alle keinen Bock mehr. Und hoffe für Ochum, dass er vielleicht noch ein, zwei Tore macht. Und ich tippe einfach mal, weil es ein schöner Abschluss wäre. Hätte wenigstens nochmal. Ich meine, wenn du schon das Finale nicht gewinnst oder nicht im Finale spielen kannst, wenn du dann noch zwei Tore machst, dann hast du wenigstens einen schönen Abschluss zur WM. Oder zumindest einen schönen Abschluss, als wenn du nochmal verlierst. Nicht jeder zwei Tore. Ja, dann haben sie alle einen schönen Abschluss. Ja, die Brasilianer mag ich ja nicht, die brauchen für mich keinen schönen Abschluss. Ja. Also ich tippe 2-1 auf die Niederlande. Ich denke mal, Robben macht eins, Van Persie macht eins, falls überhaupt die A-Mannschaften spielen. Und für Brasilien trifft Fred, das wäre lustig. Das wäre so einfach mal ironisch pur, dass er dann im unwichtigsten Spiel für Brasilien quasi das Tor macht. Und sie trotzdem verlieren. Der ist ja so sehr beliebt bei den Brasilianern. Verständlicherweise. Und 2-1 mein Tipp. Also ich erwarte nicht viel. Erwarte auch nicht so viel, aber also von Holland erwarte ich erstmal nichts. Und von Brasilien wird man sehen. Also auf der einen Seite, wie tief sitzt das 7-1 noch in den Knochen? Können die sich aufraffen und da nochmal Leistung zeigen? Und auf der anderen Seite müssen die haben WM im eigenen Land und müssen sich positiv verabschieden. Die müssen einfach alles geben und müssen dann nochmal einen Sieg holen im letzten Spiel. Aber ich glaube, damit das wenigstens nicht ganz so scheiße aus. Aber ich glaube, es ist so bei den Brasilianern auch so, dass, also sowohl bei Spielern als auch bei den Fans, die wollten den Titel, also aber zählt nicht. Den hast du nicht gewonnen und jetzt ist es scheißegal. So, jetzt ist einfach, ich glaube, die Brasilianer sind mehr darauf fokussiert, dass Argentinien nicht Weltmeister wird, der Erzfeind im eigenen Land, als dass Brasilien den Drittplatz wird, weil den Drittplatzierten interessiert sich keine Sau. Genauso wie für den Zweitplatzierten ist es einfach so. Das ist für mich so, der Titelträger wird gefeiert, noch in 50 Jahren wirst du lesen, okay, was weiß ich, aber Deutschland gewinnt tatsächlich 2-1 und dann heißt es, tolles Spiel, Deutschland hat gewonnen. Und da sagt keiner, oh, aber Argentinien, die haben aber davor gut gespielt oder sowas, was ja krass gelogen wäre. So, ne, das interessiert sich keiner für den Zweiten. Es sei denn, du hast wirklich ein Hammerspiel wie 66, wo wir um den Titel betrogen wurden. Das ist natürlich was. Aber ansonsten würde ich nicht ganz so sagen. Also ich weiß nicht, wie es in Brasilien ist, aber zumindest bei der WM 2006 in Deutschland. Natürlich wollte da jeder Weltmeister werden. Dann ist man eben im Halbfinale ausgeschieden. Und dann ging es im Spiel um Platz 3 eben darum, sich nochmal positiv zu verabschieden. Wobei, das hat man dann mit einer Superleistung gegen Portugal getan und so blieb die WM dann auch in sehr guter Erinnerung. Ne? Ja, wobei da halt Deutschland sich A zeigen konnte, dass wir tolle Fans haben und B war es aber auch so, wir waren ja nicht Favorit, wir haben ja 4-0 oder 4-1 gegen Italien im letzten Vorbereitungsspiel verloren und Brasilien, das war halt so, die waren vor der WM der klare Favorit, alle haben auf Brasilien gesetzt, die Mannschaft hat den Confed Cup gewonnen, die hat alles weggeballert, sagen wir mal so. Und deshalb, glaube ich, war die Erwartungshaltung auch was ganz anderes. In Deutschland war man froh, dass man überhaupt die Vorrunde überstanden hat. Ich meine, nach der EM 2004 können wir froh sein, dass wir Gastgeber waren und da mitspielen durften. Ne? Also die EM 2004 war so schlecht, da haben ja schon viele den deutschen Fußball totgeschrieben. 2 Jahre später schießt er im Halbfinale. Das war da schon ein Erfolg, vor allem wenn man gesehen hat, wie frech und frisch die Truppe aufgespielt hat. Das war ja nicht so, dass wir uns typisch Deutschland eingemauert haben irgendwie ins Halbfinale, sondern wir haben schön gespielt, wir haben die Begeisterung der Menschen gehabt. Und ja, ich denke auch, dass die Brasilianer einfach noch mehr auf den Fußball fokussiert sind als die Deutschen. So einfach, weil für Brasilien ein relativ armes Land, ich meine immer noch Schwellenland, aber trotzdem vergleichsweise arm. Und da ist der Fußball halt so im Zentrum. Da, alle begeistern sich für Fußball. Du hast knapp 300 Millionen Einwohner in Brasilien und alle stehen auf Fußball, so in die Richtung. Und in Deutschland ist es halt so, da gibt es immer noch so Skeptische und die Leute, die einfach alles scheiße finden und generell Sport doof finden und Events doof finden. Und ne? Und in Brasilien haben wir quasi alle an einem Strang gezogen. Ich glaube, dass jetzt, da die Chance auf den Titel weg ist, sagen die sich, okay, das ist vollkommen egal. Und deswegen glaube ich auch, dass die Spieler, vielleicht wollen sie sich schön verabschieden, aber ich glaube, das kriegst du aus dem Kopf nicht raus, dass du so groß enttäuscht wirst. Und zwar nicht mal wegen des 7-1, ich glaube, die werden auch bei einem 1-0 enttäuscht gewesen, sondern einfach, weil die Chance verpasst haben, was Historisches zu schaffen. Dann. Jetzt bist du immer. Ich argumentiert, Case closed, ich hab gewonnen. Ja, ich meine, das ist genau das gleiche, was ich gesagt habe, nur mit 1000 Worten mehr.
Aber gut, ich habe gesagt, entweder so oder so. Ich weiß nicht, wie es bei Brasilien aussieht. Von Holland erwarte ich nichts. Ich sage, Brasilien. Elfmeterschießen 0-0. Will zumindest versuchen, sich positiv zu verabschieden. Und ja, gewinnt 1-0 im Elfmeterschießen. Also. Ja, macht den denn schon selber auf, Fred? So, alles verschießen und dann kommt Fred und der macht einfach Panik. Ich sag, Dante mit der Hacke. Mit den Haaren. Gut, Leute, das war's von uns. Lasst uns mal eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und gebt mir einfach mal einen Daumen nach oben für ich hab recht und keinen Daumen nach oben für er hat recht. Daumen runter, ich recht habe. Haut rein.